Secret of Mana, in der letzten Folge haben wir den hervorgehobenen Palast wieder hochgeholt und dann wieder runtergeholt. Der war schon oben, du hast ihn nur untergehen lassen. Korrekt. Du hast es kaputt gemacht. Ja. Und wir haben uns über Herpes aufgeregt. Ja, sehr viel. Und ich bin gerade sehr erschrocken, weil der Krepus hat uns angegriffen und hat uns fast instant alle getötet. Ich habe mich nur über ihn kaputt gelacht. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst vor dem Scheißvieh, ey. Du hast Angst. Ich frage mich nur gerade, warum ist denn die Heilung auf das Vieh jetzt wieder? Nee, geht doch. Okay. Und es gibt ein Ich brauche schon wieder echt Kohle und Geld und so, damit ich mir Rüstung kaufen kann. Kohle und Geld? Ja. Hast du denn nicht gerade eben erst Rüstung gekauft? Ja, einmal, die ich nicht angezogen habe. Beiläufig erwähnt. Danke fürs Erinnern. Wieso kaufst du die Rüstung und ziehst sie dann nicht an? Guck dir das mal an. So, das hier ist Dämonenweste, ist glaube ich die beste Rüstung, die ich bis eben kriegen konnte. Die hat eine Defense von 139. Das hier ist die nächstbeste. Ja. So, also Jürgen stirbt schon mal nicht mehr. Gut. Ja. Moment, ich muss noch kurz meine NPCs einstellen. Oh. Du kannst noch nicht. Gut. Auf Vollspast und Superidiot. Mhm. Nee, die Waffenlevel. Hey, hey. Ja, was? Hey, hey. Oh, nee, nicht schon wieder. Nee. Die sehen so scheiße aus. Die haben es echt in sich, ey. So. Ja, du hast Angst vor ihm. Ja. Fürchtet euch, ich bin der Kistengeist. So, Twisties war mir zu schiel. Nein! Komm, stopp. Ja, ja, ja. Sehr gut. So, jetzt kann ich das machen, was ich gerade machen wollte. Schön. Das. Und dann nochmal das. Das wird jetzt alles verändern. Ja, weil die jetzt ihre Waffen aufladen und nicht mehr so wild rum angreifen. Jetzt laden sie mal auf und rennen mit aufgeladener Waffe rum. Jetzt sind sie zwar langsamer, aber auch nicht mehr so viel Scheiße unterwegs. Naja, wer weiß. Sind sie wieder Krähenfüße? No one knows what a herpes does. Alter. Du hast so viel Spaß. Naja, ich muss gerade echt ein bisschen aufpassen, weil wie gesagt, wir tragen keine Rüstung, ne? Tja, bist halt arm. Jetzt hat er die auch noch flach gelegt, ey. Jawoll! Ist die auch noch tot. Beide sind tot, sehr schön. Könnt ihr dich ja mal dafür bezahlen, ne? Alter. Mann, ey, die leben noch nicht mal, sind schon wieder tot. Och, Zauberschild auch noch, ja? Das ist ja wunderbar. Ich mich hier gerade selbst aus. Dich solltest du auch mal so ein bisschen heilen, wenn es geht. Alter. Nur so nebenbei. Nein! Ach. Oh Gott. Ja. Schön, ne? Ich werde erstmal diesen Ort verlassen und erstmal ein wenig Geld sammeln. Und so nimmt auch diese Geschichte ein tragisches Ende. Hm. Cool, haben wir das wenigstens auch mal wieder gesehen. Mal wieder? Ist ja schon häufiger gestorben? Ja, mit Matze ist uns das, glaube ich, zwei oder dreimal passiert. Schön. Ja. Sehr schön. Natürlich alles nur seine Schuld. Ja, ja. Macht Sinn, oder? Ergibt Sinn, meine ich. Ich glaube, da ich einmal ins Video, wo du dann meintest, jetzt gib mir mal den Controller wieder, damit wir nicht mehr sterben oder irgend so ein Scheiß. Was? Nee. Ja, doch. Nee. Doch, irgendwo war das mal. Na, aber nicht in dem Spiel. Irgendwo anders sagst du den Scheiß doch ständig. So, wo könnte man jetzt leveln? Ich hab die ganze Woche über gelevelt. Hm, ich muss leveln. Ja, die Mana-Geister, hab ich da erzählt. Ja, ich will. Wo ist denn hier wieder der versunkene Kontinent? Das gibt's doch gar nicht. Gibt's ja wohl. Mann, das ist doch scheiße. Warum finde ich denn hier irgendwas? Wo bin ich denn? Boah. Ja, wie ist er da oben? Öffne ich die tolle Karte. Karte. Ja. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwie an den Gegner komme. Mm.
für etwas Geldmaterial. Ja. Hallo? Okay. Okay. Hast du bald mal? Okay. Ja, was denn? Warst du da nicht gerade? Ja, ich mach jetzt hier Geld. Bist du jetzt weggeflogen, um da wieder hinzufliegen? Ich bin gestorben, gerade. Ja, ja, aber so... Ich bin hier noch nicht weggeflogen, ich fliege hier gleich wieder weg, nachdem ich mit Geldmachen fertig bin. Ha. Nein. Ich find's seltsam. Ich bomb die jetzt einfach permanent mit Magie weg, und wenn mir die Magie ausgeht, dann hau ich ab. Tank mich auf und dann, weißt du? Ach so, die französische Taktik. Wegrennen. Na. So. Sehr schön. So, und bitte hab Buch. Bitte hab Magie. So. Oh ja, der hat Magie. Sehr schön. So möchte ich das haben, so nicht anders. Am besten alles noch schön schnell hinkriegen, bevor die ein Zauberschild casten und dann unverwundbar werden. Ja, so. Ach, da oben ist schon der nächste. So. So macht das Spaß. Aber da, ich glaube, die überleben das jetzt sogar, oder? Mal gucken, warte ab. Ne, einer hat es überlebt, okay. So. Ja, ja. So, level ich wenigstens Harting auch gleich weiter. So, wunderbar. Und wie viel Kohle gibt's für die Spasten? Wahrscheinlich nicht genug, darum muss ich das ein bisschen machen. Yay! So. Du bist tot, du da oben hoffentlich, oder? Ja, fast. So. Also ich hatte jetzt gerade nur noch irgendwie 2000 Gold oder so, mal gucken, wo ist mein Gold jetzt? Kommt da schon. Oh, die geben gut Geld. Hatte jetzt 12.000 für die 3-4 Dinger, die ich jetzt hab's gesehen. Dann kann ich mal gucken. 12.000 noch was hatte ich, was habe ich? Für 2.000 Gold. Nee. Was? Die verdammten irren Pilze, ey. Was? Oh Gott. Nein! Ach doch, ich hab's noch geschafft. Gut. Hatte nämlich gerade ein Zauberschild gezaubert. Komm ich schon an den da unten hin? Nee, okay. Aber jetzt kann ich wenigstens. Ach nein, ich spiele irgendwie. Da unten ist er doch! Gib ihn mir doch! Gib ihn mir. So, nee, erstmal das hier. Das ist total spannend gerade für dich, ne? Ja. Für dich nicht? Ich muss das machen. Ich kann nicht. Du zwingst dich selbst dazu. Ja. Spaß. Ja, ich habe auch Gefühle. Hast du? Ja. Echt? Oh, wurde die gerade getroffen? Ich würde die loswerden an seiner Stelle. Nee, ich mag Gefühle. Vor allem im Bett. Ja. Ja. So. Hast du noch auf dem Schirm, was du noch so gekostet hatte? 65.000 oder so, ne? Alter, 990 Damage. Damages, ey. Nee. Okay, wo sind sie? Da, jetzt castet er schon wieder Zauberschild. Okay, fick dich, dann mach ich das halt ohne dich so. Ach, die verstecken sich im Busch. Halt. So, Böses im Busch! Böses! Alle drei im Target? Perfekt. Magic Points! Müsste dann quasi 6.000 Magiepunkte pro Raum bedeuten. Bei 60.000 Gold pro Rüstung würde das heißen, ich müsste das 10 machen. Oh, ah, wir machen das jetzt einfach mal wieder. Ich bin ja damit auch noch mal ein bisschen mit. Du siehst doch nicht rein. Nein, ich würde Eisschwert. Hallo, Tod?
Sind alle Römer weg? Nee, und was hat überlebt? Oh. Ja, zum Kotzen. Ja. Oh, zwei Sachen haben überlebt. Zauber das jetzt. Danke. So. Beide tot? Ja. Ja? Gut, Angst. Wieso hast du schon wieder Angst? Weil die so viel Schaden machen. Ja, 30.000 Gold. Batzen. 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 Ich wette, sie kriegt ja seine aus Mord, oder nicht? Okay. Besser sie als du. Ja. Nee, eigentlich nicht. Wieso? Na, weil er schon die Rüstung trägt und das überlebt. So, du bist kaputt. Perfekt. Crane-Fuß ist confus. Nee, ich weiß, dass der ein Fuß ist. Das tut mir jetzt natürlich leid für die Zuschauer, dass sie sich hier den Dreck ansehen müssen, aber jetzt voll sieht so er wenigstens, wenigstens mal, wie man das Spiel hier spielt. Ist das nicht so irgendwie Sinn der Sache? Dass die sehen, wie man das Spiel so spielt, ne? Achso. Jetzt guck mich so dämlich. Arschkuh. Herpes erreicht Stufe 4 und 5. Ja, so ist doch gut. Perfekt. Der macht den Schaden und das mit unaufgeladener Waffe. Ach, das war ein bisschen zu spät. Kampfherpes. Kampfherpes? Kampfherpes. So, wie viel Magic Points hast du noch? 2? Okay, dann muss ich das 2 haben. Auf die Idee bin ich früher als Kind nie gekommen, ne? Was? Ja, mit Lunatic hinterher die Magiepunkte wieder reinzuholen. Tja, als Kind warst du ja auch ein Kind, ne? Ja. Man musste sich gerade ein bisschen überlegen, aber ja, damals war ich schon. Total misstrauisch. Ja, bestimmt. Ich sag mal. Wer hat denn das verraten? Ich sag mal lieber ja, klinge ich intelligenter, ne? Ja. Das ja, war ganz allein meine Idee, ich bin ganz allein darauf gekommen. Ich hab gerade auch eine Brille auf, so intelligent bin ich. Wenn ich fetten Pixel erkennen kann. Ja. Ja. Diese wunderschönen Wolken. Hast du schon mal was vom Spiel The Order gehört? Für PS4? Nee? Okay. Bestimmt. Kann sein, weiß ich doch nicht. Hast du davon was gehört? Kann sein. Das weiß ich nicht. Ob ich, ob ich schon mal was gehört habe. Tot? Ja, bestimmt. Aber woher soll ich das wissen? Leben die jetzt noch? Ja. Warum? Weil der Angriffszauberkraft-Level-Stufen-Scheiß Damage sich durch 3. Durch 3 halbiert. Durch 3 halbiert? Nimm sofort die Brille wieder ab, du bist hier nicht würdig. Es gibt Bibi. Das ergibt immer noch nicht so viel Sinn, wie es sollte. Was denn? Naja. Der Schaden drittelt sich halt so durch oder Anzahl X der Gegner, ne? Ja. War dieses jetzt intelligent genug? Was hat das mit dem Spiel zu tun? Warum haben die gerade überlebt? Weil der Schaden nicht mehr ausreicht durch 3. Warum fragst du mich dann, ob ich irgendein beklopptes Spiel kenne? Ach, du bist jetzt wieder bei The Order, ja, weil. Da war ich die ganze Zeit. Was? Na, weil sich der Schaden halbiert. Nee, für mich hat sich das erledigt. Weil du nicht wusstest, sofort wusstest, was ich damit meine. Warum war ich mit dem Thema schon fertig? Du machst mich fertig. Ich hab Rückenschmerzen, lass mich. Nein. Ich hab letzte Nacht nicht gut geschlafen. Haha. Ja. Warum nicht? Mal dann nochmal. Da lag so eine Bratze neben mir. Hilfe! Jetzt ist Angst angebracht. Angebracht, abgebracht. Angst erhalten. Angst erhalten, warum rennst du da hin? Willst du sterben? Du hast gerade voll den Tisch gebumst. Nein, ich bumst deinen Tisch doch nicht. Olle Ding. So, was sagt unser Geld? Ah ja, jetzt können wir uns schon mal eine Rüstung leisten. Schön! Ja. Aber wenigstens geben die auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Es ist aber auch schön, dass hier so ein Busch in der Gegend rumkommt, dass die Gegner nicht an mich ran können. Das
ist sehr, Ich finde es immer lustig, wie manchmal da Schatten ist und dann mal wieder nicht und so, so komisch. Ja, das liegt daran, dass ich so schnell zauber, wie es vom Spiel eigentlich nicht vorgesehen ist, dadurch. Ja, deswegen, du bist eigentlich immer nur im Menü. Ja. Das ist bei anderen Spielen auch schon so gewesen. Zufällig die Mana Secret auf Reihe, ne? Die Mana Secret auf Reihe. Ich habe mich getraut. Irgendjemand wäre jetzt bestimmt stolz auf dich. Ja, ich? Du? Ja, okay. Kann okay, sein. Also, den Zaubern war das halt viermal auf ihn drauf. So. Und der Mana-Geist dann hoffentlich irgendwann auch endlich mal die achte Stufe erreicht. Das dauert so lange. So, okay. Und zwei. Wie viel haben wir noch? 25. Ah ja, perfekt. So. Jetzt ist sie wieder voll. Und du überlebst wahrscheinlich immer, also hau ich dich. Ich hau euch auf, dann seid ihr alle bitte tot. Ja. So schön. Toll. Ich glaube, der komplette Part wird einfach ein Zeitraffer-Part. Und unsere Stimmen sind die ganze Zeit so schnell. So hochpiepsig? Ja. Nee, oder ich zeitraffe es richtig schnell und mache unsere Stimme aber richtig tief. Und es richtig diabolisch klingt. Diabolisch. Genau. Ach ja. So. Und bei dem ganzen anderen Level hast du nicht genug Kohle gemacht, schätze ich? Weil es zu niedrige Gegner waren, oder wie? Ja, gibt da noch einer? Nee, habe ich nicht, weil aber auch aus dem Grund, weil ich davor relativ schnell im Spiel durchgerannt bin und dadurch Gegner nur größtenteils mitgenommen habe. Und erst vor kurzem ja Ausrüstung der letzten Stufe dadurch gekauft habe. Dadurch hatte ich kein Geld mehr selber übrig. Hm. Und darum ist mein Konto schon gerade auch so gering. Kontostand, Hat das K-Wort gesagt. Ja. So. Gerade mal einen Blick auf die Capture Card geworfen, um zu sehen, ob ich überhaupt aufnehme. Ja, ich nehme auf. Sehr schön. Und. Okay. Kontostand? Steht da sogar. Kontostand. Ah, stimmt. Boah, du schmatzt. Geil, oder? Nee. Magst du das nicht? Nee. Ich auch nicht. Dann hör auf damit. Sonst sag ich, du hast voll abgeschmatzt. Ja, du hast doch voll abgeschmatzt. Dann sagte ich, ich hab voll abgeschmatzt. Das hab ich gar nicht. So, ein bisschen noch eine Knochenrüstung kaufen. Mhm. Aber nur einen Teil der Rüstung, weil es gibt einmal Helm, Armband und. Oh, da hat einer überlebt. Doch nicht. Warum explodiert denn der so spät? Aber mir ist gerade ein bisschen warm, ne? Danke. Danke. Magst du mal die Heizung ausschalten, bitte? Es läuft zur Heizung. Heizung sponsert bei mir. Danke, nett. Und jetzt, während sie weg ist, lässt er mir ganz viel, ganz toll. Ich stehe noch ein paar Meter neben dir. Es grinst mich an. Und bleib in der Heizung stehen. Ja, ist schön heiß, ne? Ja. No. Skip the bee. So. Lebst du? Der lebt! Psst, wie sie immer peitschen will. Ein kleines bisschen noch. Hast du nicht so wirklich gemerkt, wie teuer genau die Rüstung war, ne? Ich glaube, die war bei 65.000 oder so. Hast du dir was gemerkt, Nina? Du hast mir gar nicht gezeigt, wie teuer die Rüstung war. Na doch, eine habe ich doch gekauft. Ja, du hast mir nur gezeigt, wie viel Verteidigung die nächste bringt. Okay. Nee, das war von 139 auf 240. Das hast du dir gemerkt, aber den Preis hast du nicht gesehen?
Na, das hast du mir gezeigt. So, guck mal da. Da habe ich da hingeguckt. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Aber du hast mir keinen Preis gezeigt. Nicht schlecht. Das habe ich mir nicht mit Absicht gemerkt. So. Lebt hier noch was? Ja. Ah! So, es geht gleich weiter. Ich muss noch kurz auf die Uhr gucken. So. Gut, der Part ist gleich beendet und ich werde dann hier, glaube ich, ein bisschen off-cam weiter Geld scheffen. Ich glaube, das ergibt so mehr Sinn. Scheldgeffeln? Scheldgeffeln, genau. Also willst du einen Scheldgeffel-Part lassen? Ja, so wie das jetzt gerade ist, das wird gezeigt. Das, kann ja ruhig das wird gezeigt. Das wird richtig gezeigt, so. Weil wir ja noch den Text mit Victor hatten, diesen ewigen Aufsatz. Den du so gelesen hast? Ja, genau das. Du willst auch nur zeigen, wie ich zur Heizung gegangen bin. Ich zeige, wie du zur Heizung gegangen bist. Ja. In Form von Worten. Mhm. Die total weit entfernt ist. Ja. Nicht. Bestimmt 5 Kilometer oder so. Ja. Achsenrecht Level 2. So, also an dieser Stelle machen wir kurz den Cut und wir sind uns in dem nächsten Part genau an dieser Stelle, wenn wir so völlig fit... Ich wette, fett, du stehst nicht da wieder. Also wenn wir völlig fett ausgerüstet sind. Also macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Bla bla bla. Tschüss.